Vielleicht habt ihr auch manchmal damit zu kämpfen, dass Menschen in eurer Umgebung, vielleicht Kinder, vielleicht der Freund, die Freundin, nicht so sauber sind, wie ihr euch das gerne manchmal wünschen würdet. Die haben einfach andere Auffassungen, was Sauberkeit angeht. Und ein sehr witziges Experiment gibt jetzt Hinweise, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Und zwar hat man Versuchspersonen eingeladen ins Labor und hat sie dann unterschiedliche Aufgaben machen lassen und hat in dem Raum, wo sie die Aufgaben bearbeitet haben, so einen kleinen Duftspender versteckt, wo Zitrus-Allesreiniger-Geruch versprüht wurde. Das heißt, die sitzen da und dieser Geruch ist irgendwie in ihrer Nase. In einem dieser Experimente hat man sie gefragt, ja, was hast du denn noch heute so vor? Also was für Sachen hast du denn für heute noch so geplant? Und dann haben sie das niedergeschrieben und es zeigte sich, dass wenn die in einem Raum waren, wo dieser Zitrus-Allesreiniger-Geruch versprüht worden war, dann haben sie dreimal häufiger angegeben, ja, ich will vielleicht mal die Wohnung putzen oder aufräumen. Solche Sachen haben die dann angegeben. Und in einem anderen Experiment hat man ihnen sehr bröselige Kekse gegeben. Also man hat ihnen gesagt, ja, wir haben hier eine Produkttestung und es geht darum, die Kekse hier zu testen. Und in Wirklichkeit ging es natürlich überhaupt gar nicht darum, diese Kekse zu testen, sondern man hat geguckt, welche der Versuchspersonen sind denn bemüht, diese ganzen Brösel, die durch diese Kekse entstanden, wegzumachen. Und es zeigte sich auch hier eindeutig, dass diejenigen, die im Hintergrund diesen Zitrusgeruch hatten und dann quasi dadurch ein bisschen geprimed worden waren auf Sauberkeit, dass die tatsächlich häufiger diese Brösel auch sehr sauber weggemacht haben. In einem anderen Experiment hat man das, und man kennt das ja von öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die manchmal ein bisschen ziemlich zugemüllt sind, hat man auch was sehr Spannendes gemacht. Auch wieder das gleiche Forscherteam, ein holländisches Forscherteam. Und diesmal hat man in einem Regionalzug in den Gepäckfächern auch wieder so eine Zitrus-Allesreiniger-Mischung versteckt, die im Laufe der Fahrt eben versprüht wurde. Die Fahrt ging 104 Minuten und man hat den Geruch in zwei Zugabteilen verteilt und in den Kontrollzugabteilen gab es eben diesen Geruch nicht. Also es gab noch zwei Kontrollzugabteile. Und auch hier zeigte sich, dass in der Gruppe, wo dieser Geruch in der Luft war, viel weniger Zeug weggeworfen wurde. Beziehungsweise die Versuchspersonen haben wirklich ihr Zeug in den Mülleimer geworfen und nicht einfach nur irgendwo auf den Boden oder in irgendeine Ritze reingesteckt. Das heißt, wenn ihr also eine Situation habt, ob das jetzt ein Klassenzimmer ist in der Schule oder nehmen wir an zu Hause, ihr habt die Situation, oh, es ist wirklich alles viel dreckiger, als ich mir wünsche, dann könnt ihr mal das ausprobieren, stellt irgendwo in der Ecke so ein Duftspender und dann lasst ein bisschen Zitrusduft sich ausbreiten, also wirklich so ein bisschen alles reiniger Geruch und vielleicht wirkt es wirklich auf unbewusster Ebene über Priming, dass die andere Person oder die anderen Personen dann denken, ja, hier ist schon ein bisschen dreckig, ja, also sauber machen wäre echt mal wieder angebracht. Ist auf jeden Fall besser, als immer wieder diese nervigen Diskussionen führen zu müssen, wo man am Ende sich doch eh nur streitet. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.